So, hallo, kurzes Infovideo. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es erklären kann. Der Videotitel sagt es ja wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich habe seit gestern Nacht, Nacht wohlgemerkt, wir hatten 500, wir hatten an die 550 Abonnenten. Und jetzt guckt euch die Zahl an. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Es wirkt leider so, als ob da, keine Ahnung, Abos gekauft worden. Ich weiß es nicht. Ich habe keine gekauft. Mir ist die Abozahl vollkommen egal. Mir ist sie nur insofern nicht egal, wenn sie nicht mehr ehrlich ist. Und das ist gerade das Problem. Deswegen mache ich hier gerade ein Infovideo. Ich habe das mitbekommen. Ich weiß, dass da komische Dinge vor sich gehen. Ich weiß aber nicht warum. Ich bin hier auf meiner Abonnentenliste und daran sieht man halt, der neueste eingetragene Abonnent, der öffentlich angezeigt werden möchte, war vor 2 Tagen. Keiner von diesen neuen 300 Abos, keiner von denen wird hier angezeigt. Zusätzlich, es sind ganz merkwürdige Namen. Man kriegt ja Mails, wenn man abonniert wird. Ich habe jetzt von den 327 Mails. Da sind Namen dabei wie, ach, was war es denn alles? XXXY, zack. Dreh, Dings 94, irgendein Blödsinn halt. Oder auch Game Keys for free und lauter so Scheiß. Also eindeutig Spam-Kanäle. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich krieg die nicht weg. Ich kann die auch schlecht. Ich kann die ja nicht mal. Also ich könnte diese 27 wahrscheinlich blockieren. Aber dann bleiben immer noch die übrigen. 273. Ich kann jetzt auch mal kurz, spaßeshalber, ich bin ja hier in Chrome. Ich kann das jetzt auch mal kurz spaßeshalber. Ach so, und das schwarze Fenster da ist nur da, falls diejenigen hier nicht öffentlich sein wollen. Das weiß ich ja nicht. Deswegen habe ich da lieber mal datenschutztechnisch was drüber gelegt. Weil, also die neuesten sind von vor 2 Tagen. Und das ist jetzt über Nacht sind es 300 mehr geworden. Und zwar stetig. Es war nicht sofort 300 mehr. Gestern habe ich noch auf Twitter geschrieben, so von wegen, auf einmal sind hier 90 neue Abonnenten, was ist das denn? Und das war um 4 Uhr nachts. Und jetzt um kurz nach 2 gucke ich nach und wir haben 850. Ich glaube, da waren es 850, habe ich auf Twitter geschrieben. Und jetzt sind schon 875. Und wenn ich jetzt aktualisiere, ich will gar nicht wissen, wie viele es jetzt sind. Ich bitte nicht über 900. Ich weiß nicht, was das soll. Ich aktualisiere mal gerade. Ja, 880. Es wächst. Es hört nicht auf. Ich weiß, ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung, wer ist denn so blöd und kauft für mich Abos? Wo sollen die herkommen? Ich meine, es könnte sein, dass es gibt ja auch, es gibt ja so YouTube-Firmen, die einen immer abwerben wollen, dass die einem mit praktisch irgendwie einfach Abos geben und dann so sagen, hey, guck mal. Du hast gerade ganz viele Abos bekommen, deswegen komm jetzt in unser Netzwerk. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich weiß absolut nicht, woher es kommt. Ich finde es wahnsinnig merkwürdig. Und ich wollte es nur kurz mitteilen. Ich habe das mitbekommen. Ich fände es schöner, wenn meine Abozahl echt wäre. So ist sie absolut nicht mehr echt, leider. Das ist eine völlig falsche Abozahl jetzt. Und ja, viel mehr kann ich nicht machen, als das zu kommunizieren. Danke fürs Zuhören und tschüss.